Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal. Es geht wieder, wie immer, in Richtung Horror. Und diesmal sind wir nicht alleine. Diesmal starten wir ein gemeinsames Horrorabenteuer mit dem Skaldenwolf, denn der hat diesen Monat Spuktober und da wollen wir ihn mal tatkräftig unterstützen, würde ich sagen. Schauen wir doch mal, wie es in diesem Game so abgeht. Wir sehen uns gleich wieder. Hallo? Falsches Intro. Ich wollte gerade sagen, ich habe einen schwarzen Bildschirm. Nee, ich bin noch im Ladebildschirm. Trotzdem falsches Intro. Hallöchen. I have the card. Und ich habe die Karte. Ich habe die Karte. Nein, ich habe die Karte. Yep. Und ich habe die Waffen. Ich will die Karte nicht mehr. Früher konnte man das mal ausmachen, das Licht. Okay, wie war das jetzt? Hallo? Habe ich mich jetzt selber geschubst oder was war das? Ein Rucksack? Entschuldigung, liebe Geister, ich wollte nicht euer Klavier. Ne? Entschuldigung. Gibt's hier im Haus noch mehr Waffen? Du bist im Haus? Oh, du bist also unsichtbar für mich. Verstehe. Ja, ich bin im Haus. Ich stand gerade an der Stahlkiste und habe mir einen Holzknüppel genommen. Interessant. Mir wurde es gerade untersagt, mich zu bewegen. Schön. Also, ich merke schon, das Spiel hat die gleichen Bugs wie früher, deswegen gehe ich mal aus dem Bunker. Vielleicht hast du mich ja gerade geschubst. There's no other way but forward. Ey! Volunteer. According to my sensors, they tell me that the door has been opened. That means you have exited the bunker. You are unable to reply at the moment. Oh. Two-way communications are down. Espanol? Island's comm station is not transmitting. You must determine what is wrong with it. Station is located in the lighthouse. Aha. Okay. Kann das sein, dass man wie früher unsichtbar ist? Das wäre sehr interessant. It's been 2 years since day X. Our world has changed. Ich kann Suizid übrigens machen, more dangerous. Zuschauerinnen und Zuschauer? Also wenn ihr Bock habt, ne? Voted. I joined the volunteer ranks at the New Light conglomerate, wanting to help return our country and the world to the way they once were. Wanting to eliminate all the horrible things which now fill the planet. Halt die Klappe, the scum that Ognan had birthed into existence. Alright, voll abgebrochen. No, oh, ranks weren't just made up of volunteers, of course. Ach, da bist du. Prisoners too. But I thought that was fair. Ich hab nicht mehr viel Zeit. This way they could redeem themselves in the eyes of society, as they proved their usefulness to it. You might find this hard to believe, but Grinichny, das heißt? Pure hell on earth. Oben links, Uhrzeit. That's where it all began. And that's where New Light plans to send it all back to the way it was. In briefing, they told us danger waited for us here, lurking around every corner. Das morgens oder abends? Danger. And not just from the creatures that overrun the island. Oder steht da AM, PM? Nee. Illnesses. Oh, das ist wohl europäische Zeit. Mal, sehe ich eigentlich? Ach, da bist du. Ich würde Steuerung drücken, mich da vorbeischleichen. Viecher hier sind tödlich. Aber ich habe einen Holzstab. Wundervoll. Ja, der kann auch tödlich sein. Wenn da ein verrosteter Nagel drin ist, dann erst recht. Erstens bezweifle ich, dass Tetanus die Viecher umbringen wird und zweitens geht dein Stock auch kaputt. Verdammt. Und sammle so viel Handwerksmaterial, wie du finden kannst. Ja, aktuell habe ich noch nichts gefunden. Oh, da ist ein Flugzeug. Du kannst ja auch Kartoffeln und so sammeln. Man muss hier essen, trinken, rauchen, Vögeln. Na, letzteres weiß ich nicht. Auf jeden Fall muss man sich um seine Gesundheit kümmern. Wie war nochmal Stein werfen? Mittlere Maustaste? Jo. Ich glaube aber auch... Los, Stein, flieg aus meiner Hand. Jedi Power. Das, wenn einer den Kasten leer gemacht hat, dass für den anderen nichts mehr drin ist. Drück mal I. Wie viele Sachen hast du im Inventar? Ich hab 5. Okay, dann hat jeder sein separates Inventar. Weil das, der Werkzeugkasten gerade an dem Flugzeug, der war nämlich schon leer. Jep, jep, so ist das. Wer zuerst kommt, malt und überlebt zuerst. Mhm. Also wenn es geht, möchte ich so viel wie es geht noch am Tag schaffen, bevor es dunkel wird. Und leider wird es sehr schnell dunkel. Okay. So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Prost.
Und welchen Tee gibt's heute? Gar kein entkoffeinierter Kaffee. Ach so. Bio entkoffeiniert. Wichtig. Oh. 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 Nein, nicht schon wieder die Säbelzahnkatze. Nein, böses Kitty. Böse, nein. Heute wird nicht geschmust. Du hast mir schon mal ein Let's Play verkackt. Ja, schön, dass du jetzt auf der Seite bist und Katze, dreh dich um. Geh wieder zurück. Wieso? Geh du doch einfach auf der anderen Seite her. Es rennt in deine Richtung? Nope. Oh oh. Eine Anomalie. Gut, dass ich da nicht reingerannt bin. Okay, also ich weiß nicht mehr genau, wie das Spiel geht, aber ich habe ja im Intro angekündigt, ich rede jetzt mal darüber, was es für Änderungen gab. Und ja, es gab riesige Änderungen. Ich weiß noch nicht welche. Ich habe es mir nicht durchgelesen, es ist Monate her. Es kann sich nicht um viel handeln. Hier. Also irgendein Weg, der frei ist, ja. Warte mal, da hinten ist eine Anomalie. Rechts von dir, glaube ich. Ja. Immer wenn es wabert, renn nicht durch. Ja, gut, dann brauche ich auch keine Steine werfen. Hilft aber bei diesen Beknackten, die hier rumrennen. Wir werden noch mal Steine werfen. Mittlere Maustaste. Okay, schade. Die Leichen kann man nicht plündern. Das ist aber gemein. Huah, komm her! Hey, mit dem Komma her meinte ich nicht werdig. Ups. Ah ne, es sind nur Geräusche. Nein, sind es nicht. Doch, das sind nur Geräusche. Es ist ein Kampf zwischen mir und diesem Idioten. Verdammt, der Leuchtturm ist da hinten. Ich bin oben lang gelaufen. Oh, was ist denn das? Ein Lager? Wenn du jetzt mal bedenkst, dass ein Leuchtturm meistens an Küsten steht und Küsten selten auf Bergen sind, dann sag war die nichts. Entscheidung nicht ganz durchdacht. Sag nichts. Du beendest mein Let's Play nicht direkt. So, was hast du jetzt davon, dass du existierst? So, das wäre also geklärt. Schön, bin gleich tot. Außerdem kann man hier hinten ja auch wieder runter. Du kannst dir, glaube ich, Verbände anlegen und... Ja, die bringen aber nur bei Blutung was. Und, ach, wer ist das andere Zeug? Was habe ich denn hier noch? Kannst dir Aspirin in den Kopf ziehen. Aber Alkohol hilft auch. Boah, die Geräusche sind grausam. Oh, die werden noch schlimmer gleich bei Nacht. Ganz schön, dass ich die nicht ganz so laut gestellt habe. Habe ich ja gesagt. Und das... Ach, das ist so ein Bekloppter, ne? Zwei. Zwei ineinander. Ich würde weglaufen. Warte mal, wo bist denn du? Du bist 96, okay. Da hinten ist... Ich sehe dich. Nur ich wäre weggelaufen, wenn nicht du wäre. Na, komm, folgt mir. Ich kenne mich mit euch aus. Verdammt, da rennen ja ganz schön viele Viecher rum. Genau, bleib schön da stehen. So kriege ich dich auch tot. Klappt also immer noch viel früher. Hey, da ist irgend... zwei Steinwerfer gegen einen. Das ist aber jetzt unfair. Soll ich dir helfen? Dann muss ich aber an dem Kätzchen vorbei. Moment, was denn für ein Kätzchen? Ja, da ist noch eins. Ah, dann weiß ich, dann war es das hier gar nicht du. Ach so. Okay, dann habe ich einem Schwindler gegen Betrüger geholfen. Nee, gut, dann wollen wir uns da auch nicht weiter einmischen. Ich bin beim Leuchtturm. Wäre schön, wenn du dich irgendwann mal dahin katzinisierst. Ja, ich hoffe, dass der Weg mich da hinüber befördert. Jein. Lass es mich mal so ausdrücken. Diese Karte ist nicht das, was ich komplex nennen möchte, also... Karte? Ach so. Habe ich noch gar nicht drauf geguckt. Brauchst du nicht. Lauf einfach dahin, wo es gelb ist. So viel Komplexität hat dieses Spiel nicht. Ja, ich bin ja schon angekommen. Ey, den Leuchtturm kenne ich aber noch. Ich auch. Mittlerweile geht er mir echt auf die Nerven. So, der Stock hält noch zur Hälfte. So, es wird nämlich Zeit, dass wir jetzt mal zu der Armee kommen. So, jetzt ist schon gleich wieder Nacht. Obwohl es erst 13 Uhr ist, da ist das Theater bei Nacht betreten. Yay. Oh, ihr habt aber wirklich eine sehr lange überlebt. Aber da hier oben normalerweise geiler Scheiß liegt.
zogen. Muss ich wohl hier hin. Und jetzt muss ich endlich mal aufhören, Schimpfwörter zu benutzen, sonst habe ich zu viel zu tun. So. Also ich warte da mal hier oben. Ich stehe hinter dir. Ja, ich warte jetzt hier oben auf dich. Ich weiß, dass du hinter mir stehst. Ich habe deinen Schatten gesehen. Aber ich dachte, ich blockiere mal provisorisch den Weg. Genau, damit du immer der Erste bist, der in die Kisten kommt, ne? War keine Kiste, war ein Schrank. Mhm. Sowieso egal, am Ende wird es zerlegt und ich tue sowieso in die Gemeinschaftskiste. Welche Gemeinschaftskiste? Wir haben noch keine. Nö, aber da kommt gleich eine. Neues Rezept erlernt. Kekse. Freaking really? Ach ja, das ominöse Licht, das unerklärlich hell ist hier, aber in der Distanz überhaupt nicht. Also es geht exakt 3 Meter. Okay. Gut, gut. Es hat sich also nicht geändert. So, wir rüsten erstmal eine neue Waffe aus. Tun wir nicht gut. Wir heilen Sperre. Uns. Brauchen wir überhaupt Heilung? Hat man Fähigkeiten, die man lernen kann? Ach nee, man braucht einen bestimmten Dietrich oder so. Hä? Ich habe hier eine gesperrte Kiste auf der anderen Seite des Leuchtturms. Ach ja, die. Ja, Dietrich. Verdammt. Oder Fähigkeit. Irgendwie sowas. So, 14.22 Uhr. Ja, noch könnte man schaffen. Okay, okay, okay. Liebe Zuschauer, neue Zuschauer, ihr kennt das ja schon von meinen ganzen anderen Let's Plays. Das heißt, wir rushen jetzt hier erstmal durch. Lupe, danke. Und wir sehen uns am, wo wollen wir hin? Kino. Wir sehen uns am Kino wieder. Bis gleich. Boah, ich hoffe, es sind nicht in jedem Gebäude andauernd so runde Treppen. Da wird er mir echt schlecht bei. Sehe schon. Motion Sickness wurde nicht deaktiviert. Hast du eigentlich schon eine neue Waffe oder so? Eine bessere? Ja, ein Röhrchen. Ach cool, jetzt kommen wir in die Richtung, woher ich, glaube ich, vorher gekommen bin. Da sind also auch die ganzen Leute und die Kätzchen und so. Ja. Ein Verrückter patrouilliert hier mal rundherum und eine Katze läuft hinten links rum. Das ist immer gleich. Die Spawnpunkte ändern sich nicht. Deswegen ist es gut, wenn man so ungefähr den Weg kennt. Ausdauer, Ausdauer. Siehst du, da ist die Katze, die ich meinte, mit hinten links. Mhm. Jetzt gleich stoßen wir noch auf ein paar Verrückte. Oh, dieses extreme Aufstampfen. Und da ist der Schwindler. Ist er diesmal alleine? Perfekt. Ach, da oben ist eine rote Anomalie. Lebt er jetzt noch? Natürlich. Kann man brennen? Aber jetzt nicht mehr. Shift. Wie Shift? Shift kann man rennen. Ach, brennen. Nee, kann man nicht. Ich hatte nämlich Angst, durchs Feuer zu rennen. Wobei? Ja, kann man. Nicht brennen, aber schaden. So, da wir jetzt im Kino sind, cutte ich mich wieder rein. Toll. Und es wird natürlich dunkel, wenn man am Kino ankommt. Nein. Egal, wie viel Uhr es ist. Wir haben es doch 16 Uhr. Damit kriegst du mich nicht mehr spielen. Da musst du dir mehr einfallen lassen. Das hat doch nur zugestimmt. Auf mich wirkt ein negativer Effekt. Ich mich damals erschreckt. Jetzt nicht mehr. Oh, Freak Sack. Warum habe ich einen negativen Effekt? Weil du wahrscheinlich gerade in der Anomalie standest oder so. Keine Ahnung. Okay. Ah, es ist schöner am Tag. Ach, guck mal, da hinten streiten die sich. Schön. Zwei Tiere gegen den Beknoppten. Schön. Macht euch gegenseitig tot. Bringt euch um. Mir soll's egal sein. Okay, draußen läuft auf jeden Fall im Hof auch noch einer rum. Richtig, der geht aber weg. Da kommt man dran vorbei. Oh, oh. Okay, durchsucht er gar nicht im... Hm, komisch. Kann die Kiste gar nicht mehr durchsuchen. Oh, oh, oh. Warum oh, oh? Ah, das musste ja irgendwann passieren. Und Spielabsturz. Bam.
Ja, sag das dem Verrückten, der ab jetzt patrouilliert. Ich wollte gerade sagen, da kommt gerade einer. Nein, aber hier steht ab jetzt einer drin. Kann ich Mag euch nicht. Geht weg. Wollte gerade sagen, kann ich den überhaupt treffen? Zeit zu reparieren. Ja, lass dir ruhig Zeit. Oh. Genau deswegen. Watcher, this is Volunteer. Come in. Ouch. I repeat, Watcher, this is Volunteer. I've repaired the station. Do you read me? What the hell? On. Anna. Ups. Rechtsklick ist abwehren. Ja, ich versuch's. Kann ich von hier oben nicht hauen, du doof Mann. Ausdauer bitte. Wieso treffe ich den von hier oben nicht? Jetzt reicht's mir. Mir auch. Er hat aber einen schönen Spagat gemacht. Schuldest mir eine Patrone. What? Meine Gesundheit ist gesunken. Ja, das kann ich ja nichts für. Wehr dich. Habe ich irgendwas? Gesundheit, das ist doch gut. Kannst einfach C drücken und dann auf Heilen gehen. Oben links geht schneller. So, jetzt hier. Zack, zack. So, Leute, ihr wollt ja auch ein bisschen was sehen, ne? Deswegen, cutten, 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 cutten. Aber in diesem Fall nicht. Den Toast nehme ich mit. Der ist schön. Wenn man mal Toast braucht. So, jetzt hier einschalten. Bam. Volunteer, can you read me? I'm yes. Getting a signal. Yes. Copy that, I read you. Good work. Now the island has two-way communication with the continent. Yeah. I've been meaning to ask you about the creature on the elevator. What are you talking about? When the doors were open, I saw something blindingly bright behind them. I stepped forward and a few seconds later, I was on the surface. What happened? I've heard from my colleagues that the first time people come to the island, they experience a kind of acclimation. In rare cases, it causes hallucinations and gaps in the memory. Obviously, been a bit rougher on you than on most. You need to rest. Your next mission will take you someplace where you can do just that. The next mission is endlich. Grinichni is a dangerous place, as you know. But even on this island, there are some places that are relatively safe. One of those places is Oasis. Head over and, well, introduce yourself. Let you in if you have a certain token. The kind that the train system used to accept. Back when it was operational. So where do I find this token? At Spark train station. It's in sector C7. Go get it. Schön. Ach, wir müssen doch da unten lang. Ja. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt für eine neue Aufnahme. Du willst gerade die Anomalie verscheuchen. Ich will gucken, ob das eine ist, die nur abprallt oder explodiert. Also bei mir hat es da gerade noch nicht viel gemacht. Ach hier. Halt ab. Ja. Kannst ja reinrennen. Nein. Du dieser Schwein. Also ich muss jetzt nicht unbedingt hier Versuchskaninchen spielen. Nö, aber du hast noch die Chance, dich zu verabschieden. Gleich nicht mehr. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao mit V.